Zunächst vielleicht nochmal die grundsätzliche Ausgangssituation ist, dass wir in Europa derzeit einen gewissen Bildungsvorsprung noch haben gegenüber dem Rest der Welt. Und deshalb können wir unseren Wohlstand noch sichern, deshalb werden intelligente Produkte nach wie vor hauptsächlich in Europa, Nordamerika und Japan, zunehmend jetzt auch Korea, erzeugt und exportiert in die Entwicklungsländer. Wir können nur deshalb konkurrenzieren, unseren Wohlstand halten, weil wir sehr hohe Gehälter haben, aber trotzdem eben mehr dafür bieten. Das Problem ist, dass der Rest der Welt in einer Aufholjagd ist. Also in manchen Ländern, und am wichtigsten ist ja sicher China zu nennen, die haben so viel in Bildung investiert, dass sie vermutlich in den nächsten Jahrzehnten uns in Europa überholen werden, in vielen Bereichen der Bildung, und sind gleichzeitig so viele Menschen und haben gleichzeitig auch noch ein sehr niedriges Gehaltsniveau, dass die Frage ist, wie werden wir in Zukunft mit China und anderen aufstrebenden Schwellenländern konkurrenzieren können. Und da ist es eben ganz wichtig zu sehen, dass es mit der Bildungspolitik ist wie mit einem Fahrrad. Wenn man aufhört zu treten, dann fallen wir um. Und wir sind in einer akuten Gefahr, in Europa im Generellen, aber vor allem in Österreich, wo wir eben so wenig in Bildung investiert haben und keine Reformen durchgeführt haben in den letzten Jahren, dass wir von zahlreichen Entwicklungsländern in absehbarer Zukunft überholt werden. Dann haben wir nicht nur die höheren Löhne, sondern können auch eben weniger kompetitiv produzieren, und dann sind wir ganz abgeschlagen. Also unsere Chance liegt nur in einem Beschleunigen nach vorne und die Vorreiterrolle, einen Vorsprung wieder auszubauen. Also ein ganz wichtiges Ergebnis unserer Analysen, die wir über alle Länder der Welt, über die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist, dass wir in der Tat gesehen haben, dass die Länder, die rechtzeitig in die Bildung der breiten Massen der Bevölkerung investiert haben, und zwar also zumindest in Grundschule und Junior Secondary, also bis zum Alter von 15 Jahren, dass die nach allen Indikatoren wesentlich besser dastehen als Länder, die also exklusiv in die Bildung von gewissen Eliten investiert haben und gleichzeitig den Großteil ihrer Bevölkerung ungebildet zurückgelassen haben, weil das rächt sich in gewisser Weise. Und in verschiedener Weise rächt sich das. Einerseits ist natürlich der soziale Zusammenhalt viel schwieriger, wenn da die Gesellschaft so auseinanderdriftet. Und zweitens ist es sogar für die gebildeten Eliten schwieriger, eben einen Markt für ihre Produkte zu finden, weil die Bildung ist immer in gewisser Weise, baut sich wie eine Pyramide auf. Es gibt also mehr, die in den niedrigeren Bildungsschichten sind, und dann natürlich an der Spitze in jedem Land stehen gewisse Bildungseliten. Aber wenn man sozusagen einen kleinen Wasserkopf der Bildungseliten hat und dann ganz dünn die mittlere Gruppe hat und dann erst die breite, ungebildete Masse, so ist da ein Problem der Kommunikation, ein Problem des Zusammenlebens. Ja, bei uns in Europa und in Österreich im Speziellen ist es auch so, dass die Spitzenforschung, also die Forschung an der Front der internationalen Forscherlandschaft, wo man wirklich sozusagen Neues entdeckt und neue Beiträge macht, die natürlich ganz wichtig ist für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, auch von der Bevölkerung nur als so wichtig angesehen wird, auch durch die Finanzierung mit Steuermitteln, wenn die Bevölkerung selbst einen gewissen Bildungsgrad hat. Und ich glaube, da hapert es auch bei uns, gerade in Österreich, dass die weiten Kreise der Bevölkerung, die also sich in erster Linie auf gewisse kleinformatige Zeitungen beziehen und anderes, eben nicht wirklich ein Verständnis dafür haben, wie wichtig es ist, Spitzenleistung in der Forschung zu erbringen. Und auch die Frage der Universitäten. Ich glaube, in Österreich ist das Hauptproblem, dass sich niemand wirklich für die Universitäten interessiert, von denen, die die politische Macht haben, und auch bei der Geldverteilung. Sonst würde man das nicht so schlendern lassen, sonst würde man das nicht einem Spielfeld für ideologische Grabenkämpfe überlassen. Bei Dingen, die die Leute wirklich als wichtig ansehen, wie zum Beispiel Bankenkrise, so, da steht innerhalb von Tagen eine teure Lösung da. Bei der Bildung, vor allem der Hochschulbildung, sagt man, naja, ist nicht so wichtig, das lassen wir mal so dahin schlendern. Und das ist der entscheidende Fehlschluss, weil gerade hier wird die Zukunft unseres Landes verspielt.
Ja, gerade auch bei der angewandten Politikberatung oder der Leistung der Wissenschaft, um die Grundlagen für politische Entscheidungen zu treffen, da ist in den nordischen Ländern oder auch in England, gibt es da zahlreiche Gremien von Wissenschaftlern, die speziell da sind. Eben die Politiker gehen hin und fragen, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, was ist der Stand der Wissenschaft zu dem? Und da gibt es Komitees, die sich damit beschäftigen. Das findet bei uns alles nicht statt. Bei uns haben die meisten Politiker irgendwie ihren Haus- und Hofexperten, der eher aus ihrer gleichen ideologischen Richtung kommt und der ihnen sozusagen eine Argumentation liefert für das, was die Politiker schon im Vorhinein aus ideologischen Gründen beschlossen haben. Da ist also überhaupt keine Offenheit da, das jetzt differenziert das Problem zu analysieren und nach Lösungen zu ringen und schauen, was ist kurzfristig wichtig, was ist langfristig wichtig, sondern ja, es wird also, wie ich in meinem Interview gesagt habe, das Hirn schon sehr schnell bei uns abgeschaltet und andere, an irgendeinem Punkt, man kann also nicht alles mit dem Hirn lösen, irgendwann müssen dann schon auch Entscheidungen getroffen werden, die eben auf Werthaltungen beruhen, aber dieses Hirnabschalten passiert halt bei uns schon gleich, bevor man überhaupt weiterdenkt und das Weiterdenken will es sicher nicht schaden. Ja, Universitätsorganisation ist also bei uns momentan, es ist sozusagen eine schwierige Frage, die dieser ideologischen Festlegung, sowohl was die Frage des freien Zugangs als auch die Frage des Studiengelds betrifft. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, also nicht die Universitäten gesondert, sondern wirklich ein paar Schritte zurückzugehen und das gesamte Bildungssystem, das von Anfang an einerseits möglichst durchlässig sein muss und andererseits aber auch möglichst motivierend und dazu gehört auch differenziert sein muss. Natürlich braucht es innere Differenzierung. Unterschiedliche junge Menschen sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich motiviert und da muss der Raum für maximale Entfaltung für jede Art der Begabung da sein. Aber so wie es bei uns eben läuft, ist es sicher nicht der optimale Rahmen. Ich glaube, dass es eine Verschwendung von menschlichen Ressourcen oder Humankapital, wie man es ökonomisch ausdrückt, ist, die Maturanten so unvorbereitet auf den Unimarkt zu schicken, wie es derzeit ist. Dass man halt ein bisschen rumstudiert und sich orientiert. Das muss nicht so sein. Also ich selbst habe meine Kinder in die internationale Schule hier geschickt, obwohl das eine ziemlich teure Sache ist. Und die haben dann also schon mit zwei Jahren vor der Matura eigentlich sich aktiver versucht zu beraten, was sind ihre Stärken, ihre Schwächen, in welche Richtung wollen sie später mit dem Studium gehen und dann eine Hilfe dabei gefunden, was gibt es international für Studiengänge, die für mich in Frage kommen, sodass bei fast allen dann zum Zeitpunkt des Schulabschlusses bei der Matura es ziemlich klar war, wo sie im folgenden Jahr, in welchem Kurs, an welcher Uni, in welche Richtung studieren. Und das ist also bei den österreichischen Maturanten sicher nicht der Fall, weil das würde zusätzlich kosten, ist immer das Argument. Wir haben kein Geld für die Studienberatung. Was da an Jahren von jungen Menschen vergeudet wird dadurch, das argumentiert man nicht im Hinblick auf Kosten, aber die Kosten der Beratung sind angeblich so hoch. Also da kann man sicher viel tun.